Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Ich habe die Wave-Story bereits durchgespielt, also nicht wundern, wenn es hier ein bisschen anders aussieht. Und bin jetzt im Bereich zum Abschnitt wählen und im laufenden Let's Play habe ich es ja nicht geschafft, die ganz hypothetischen Wege noch zu schaffen. Das sieht man auch hier. Ganz schön, dass man hier oben lang geht. Ganz oben ist der normale Weg. Und hier steht, wenn sie alle Bedingungen erfüllen, wird die hypothetische Route freigeschaltet. Das bedeutet, ich muss alles, was hier unterwegs ist, schaffen, um den hypothetischen Weg zu schaffen oder freizuschalten. Hier nach oben bin ich während des Let's Plays nicht gekommen. Deshalb, dieser Part wird wahrscheinlich, glaube ich, 4,5 heißen oder so. Mal schauen. Aber ich hänge direkt nach dem vierten Part dran. Und hier zum Beispiel Lu Bu im ersten Abschnitt habe ich besiegt. Er war auch recht zäh. Und jetzt spielen wir den Bereich, weil den habe ich während des laufenden Let's Plays nicht geschafft. Alle spielen, damit die Story auch laufen lassen. Hier ist auch nichts, was man extra freischalten muss. Alle spielen, ja, auf normal. Habe ich eigentlich bereits schon erwähnt, dass ich das nicht mehr vorlese. Weil das ist dann, das läuft ein bisschen zu schnell ab, da komme ich nicht hinterher. Okay, und schon sind wir die Schlacht von Puyang. Ich glaube, ich mache das kein 4,5, sondern einfach den Bonus-Part, um die restlich freischaltbaren Bereiche noch zu zeigen. Gut, wen spiele ich? Doppelaxt, weitläufige AOE oder den? Mit dem hier habe ich eben Lu Bu gekillt. Ich glaube, ich spiele mit dem nochmal. Der ist auch bereits, oder? Ja, okay. Waffen ausrüsten, hat der alles. Und Schlacht wird gestartet. Mal schauen, ob der Schmied was hat. Waffen kaufen. Er hat nichts. Okay. Dann beginnt die Schlacht. Ah, Bruder, es war wirklich Pech, dass Lu Bu uns bemerkt hat. Aber Lu Bu ist jetzt nicht hier. Wir sollten also tun, was wir können, bevor er eintrifft. Wir müssen zuerst Xun Yu aus dem Griff befreien. Wenn er nicht rechtzeitig dort sind, wird er ernsthafte Schwierigkeiten bekommen. Also sollen wir, wenn du und ich zusammenarbeiten, hat Lu Bu keine Chance. Okay. Dann reißen wir jetzt hier alle in Stücke. Und gucken mal, wo wir müssen. Weil wir sollen uns vor allem mit ihm retten. Okay. Hinten ist schon einer. Guck, ob ich hier vielleicht ein bisschen Muse habe. Jawohl. Na komm, lass mich von mir töten. Einfach Musu-Angriff und weg ist er. Mit der restlichen Energie kann ich nochmal die Armee plätten. Oh, guck mal, alles voll. Sehr schön. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Ups. Da ist ein Laufschuh. Ui, 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 ui. Das sind viele hier. Naja. Zwei Offiziere mit einem Streich. Bam, alle weg. Habt ihr was? Ihr habt nichts. Das ist nichts, was mir noch bringen würde. Okay. Einfach weiter. Kurz hier durchmähen. Das Zao Xing oder Zao. Ja.
Ey, du bist aus der Zauberfamilie. Warum zum Teufel bist du der Feind, hä? Stirb. Und tot. Glaube ich, hoffe ich. So. Und. Tot. Sehr schön. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu stark für diesen Levelbereich hier. Naja, egal, ich möchte noch ein bisschen metzeln und nicht mich großartig hier anstrengen für das Spiel. Tür ist auf, ich gehe rein und was sehe ich? Sun Yu. Mike, thanks. You have saved me from certain death. This is strange. There aren't very many of them. Got you, you pathetic fools! Cousin! By now, Fuyang Castle would have fallen to Master Lu Bu. You've got nowhere to run. Not that it matters, because I'm going to... Are you okay, cousin? If anything, this arrow has opened my eyes. Hurry! Lu Bu awaits at Puyang. Oh, Scheiße. Aber hey, ihr habt beide Augen behalten. Krank, einfach mal einen Kopfschuss überlebt. Ach, guck mal, jetzt müssen wir ganz schnell wieder zurück. Alles geboten. Einfach mal kurz durchgeritten und alle weg. Wo muss ich eigentlich hin? In die eine Richtung, alles klar. Da komm ich heute runter. Die Tür ist zu. Verdammt, warum sind die Türen jetzt zu? Arschloch! Ja, ich steck. Ah, okay, 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 die kommen. Nun gut, wenn die ja eh alle kommen, dann öffnen sich wieder nach die Türen. Also ist nicht ganz so schlimm. Ja, ja, anderes Opfer, alle tot. So, mal gucken, welche Tür sich jetzt öffnet. Die nicht. Doch, alle Türen wieder auf. Die Brücke ist aber kaputt, okay. Vorwächter, stirb. Okay, er ist tot. Ui. Sehr schade, ich habe für diesen Charakter leider keine Waffe gefunden. Die Stärke ist auch seine Sekundärwaffe. Aber ich finde den doppelten Speer auch ziemlich geil. Ja, richtig Spaß im Frischspielen. Komm ich da raus? Moment. Komm ich da raus? Hey, Torwächter. Bleib da stehen, ey. Haben wir hier noch irgendwas? Hauptmänner, Hauptmänner. Musu. Der Eingang im Süden, ja, das ist zu, ich komme da nicht hin. Reingehen kann ich mich auch nicht. Okay, ich versuch mal. Hier entlang. Ich glaube, ja, es kommt richtig. Und hier ist auf. Bam, kebum. Tut mir den kleinen Gefallen. Und tot. Wieso deine Pläne so derart scheitern konnten? Weil ich am Controller sitze. Ganz einfach. Es hat nichts mit Pech oder mit Können zu tun. Es ist einfach nur wie eine Naturkatastrophe.
Du konntest es einfach nicht verhindern. Und tot. Sehr schön. Von der nächsten auch direkt weg, Musun. Ich mag das nicht, wenn die meine Musu-Attacke blocken. Es geht aber direkt weiter. Direkt durch den nächsten Gegner durch. Nur Zhang Liao. Stirb. Alle Gegner weg. Lu Bu habe ich schon im ersten Bereich getötet. Er ist dann weggelaufen, hat gesagt, gegen solches Gewürm werde ich garantiert nicht meine ganze Kraft benutzen. Schlechter Verlierer halt. Und hat es auch überlebt. Und tot. Irgendwie zu einfach. Aber es macht Spaß. Eneminemu. Vielleicht ist einfach mehr. Aber warte mal. Ist zwar ein bisschen Verschwendung gegen Statisten, aber. Mein Gott, ich werd's, Mann. Ah, ich will da entlang, genau. Hallo? Ey! Was machst du denn hier? Warte mal ganz kurz, so. Wie viele sind denn hier? Jetzt blockt er meinen Muso-Angriff. Aber das wird den letzten Slash nicht überlebt. Auch nicht schlimm. Wenn er ein bisschen blockt. Das ist Zhang Ba oder Zhang Ba oder keine Ahnung. Einfach bisschen Musu. Schon ist die Party jetzt zu Ende. Nee, ist abgesperrt, verdammt. Warum die blau werden, ist glaube ich, weil die Waffe Vergiftungsschaden hat. Wie lange muss ich eigentlich? Guck mal, ist aufgegangen. Hallo. Oh, Lu Bu schon wieder. Jetzt wieder Lu Bu. Lu Bu ist tot. Mal wieder. Gewonnen. Hallo Gyu-chan. Was ist das so an, Mensch? Wie oft ist Lu Bu jetzt in diesem Let's Play gestorben? Ich glaube zweimal. So, Gyu-chan, der Gewinner bekommt dich. Okay, ich glaube, ich mache diesen Part als 4,5 Bonus-Part. Ne, die Schlacht eigentlich hier schon. Müssten wir eigentlich. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Kaiserliche Eskorte.
Keine Ahnung. Okay, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis dann.